In Amberg kam es zum ersten gemeinsamen Auftritt des Respektschirmpaares Sandra Minnert und IG Metall-Spitzenfunktionär Bertin Eichler. Anlass: die Schildanbringung in der Luitpoldhütte in Amberg. Und diese wurde gebührend gefeiert. Luitpoldhüttenvorstand Heinz Wiesnet macht die Enthüllung spannend. Mit Recht, denn dieses Schild ist ein ganz besonderes. Ja, also so ein schönes Schild haben wir noch nie gehabt. Nee. Perfekt, vielen Dank. Bertin Eichler ist begeistert. Erster Auftritt als Schirmherr und zur Belohnung gibt's ein ganz außergewöhnliches Exemplar. 42 Kilogramm schwer, von Azubis der Luitpoldhütte gegossen. Na dann Prost. Einen besseren Einstand als Schirmherr hätte man sich kaum vorstellen können. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr die Initiative Respekt so toll ersichtbar unterstützt. Die IG Metall, die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland, ist seit über einem Jahr mit im Respektboot und engagiert sich für ein soziales und faires Miteinander in den Betrieben. Und das hat sich die Luitpoldhütte auch ganz groß auf die Fahne geschrieben. Wir bei der Luitpoldhütte haben ja einige Leiharbeiter oder viele Leiharbeiter. Und da haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht mehr so sein. Und wir haben hier eine Betriebsvereinbarung mit dem Vorstand abgeschlossen. Die Betriebsvereinbarung sagt aus, dass die Leiharbeiter nach 16 Wochen übernommen werden zur Luitpoldhütte, beziehungsweise auch noch von Anfang an dasselbe Geld haben wie die Stammbelegschaft. Das war uns ein sehr wichtiger Aspekt, denn früher war es so, ein Leiharbeiter hat 5 bis 6, 7, 8 Euro gehabt und wir haben gesagt, das kann nicht mehr sein, die sollen dasselbe Geld haben wie die Stammbelegschaft. Man kann von einer der besten Regelungen für Leiharbeit überhaupt sprechen, denn demnächst wird in der Luitpoldhütte der 100. Leiharbeiter übernommen. Ja, das ist meine Heimat, die Oberpfalz. Ich war hier Geschäftsführer bei der IG Metall und wie gesagt hier in dem Unternehmen stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Und mich freut es wahnsinnig, die alten Kollegen mal wieder zu treffen. Und dass sie so eine tolle Geschichte gemacht haben mit dem Gussschild, das war natürlich schon eine Überraschung. Und mit Überraschungen ging es am selben Tag auch noch weiter. Denn dieses tolle Schild befindet sich jetzt auch in Sulzbach-Rosenberg im Rathaus. Sulzbach-Rosenberg ist die Heimatstadt von Bertin Eichler. Er ist in Neukirchen praktisch um die Ecke geboren. Ja, ich denke, es ist wichtig, in der heutigen Zeit über den Sport hinaus, auch in den Städten und Gemeinden, ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus und für Respekt, für Toleranz in der Gesellschaft. Und deswegen sind wir der Aktion auch gerne aufgeschlossen gegenübergestanden. Und es freut mich vor allem, dass ein Sulzbach-Rosenberger, der Hauptkassier der IG Metall, Bertin Eichler, für diese Aktion wirbt und über diese Aktion zurück in seine Heimatstadt nach Sulzbach-Rosenberg gekommen ist. Und zum Dank dafür gibt es die höchste Auszeichnung überhaupt, den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Es ist toll, macht mich auch stolz, dass der erste Bürgermeister der Stadt hier uns empfangen hat und wir uns auch ins Goldene Buch eintragen durften. Im Übrigen habe ich reingeschrieben, dass heute der Titel Respektstadt verliehen wird. Und es ist schon ein einmaliger Vorgang. Sulzbach-Rosenberg ist jetzt hinter Salzgitter die zweite Respektstadt. Die Initiative wächst und wächst. Die letzte Station des Tages. Bertin Eichler in alter Wirkungsstätte. Jetzt noch ein herrliches Wetter geworden heute, ne? In der IG Metall-Verwaltungsstelle in Amberg fing er in den 70er Jahren als Sekretär an. Kaiserwetter. In der Mitte der Schirmherrschaft sitzt Horst Ott, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall. Zusammen berichten die drei über die Bedeutung von Respekt in den Betrieben. Wir waren da heute schon den ganzen Tag unterwegs. Die Inhalte werden auch noch durch Filmvorführungen unterstützt. Ein Film über die Zusammenarbeit und gemeinsame Stationen der IG Metall und der Respektinitiative. Eichler und Minnert sind stolz darauf, dabei über 500.000 Menschen erreicht zu haben. Die Menschen, die bei uns in den Betrieben arbeiten, sind das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und es ist nicht eine Ansammlung von Antifaschisten in den Betrieben. Das heißt, natürlich gibt es auch Rassismus bei uns in den Betrieben. Darum ist diese Aktion Respekt für uns genau richtig und der richtige Zeitpunkt, die auch zu machen. 180 Veranstaltungen sind es schon seit dem Beitritt der IG Metall. Rund 50 haben Sandra Minnert und Bertin Eichler gemeinsam bestritten. Aber in Amberg war es der erste als Schirmpaar. Es war zwar ein sehr anstrengender Tag gewesen, aber meiner Meinung nach ein sehr erfolgreicher Tag. Es hat auch Spaß gemacht. Man hat gesehen und wir hoffen natürlich, dass wir einige Leute erreichen konnten.
Und so eine tolle Schildanbringung hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also ich konnte es selber nicht mit den eigenen Händen tragen, so schwer ist es. Also rundum ein richtig gelungener Tag. Ja, die Sandra ist einfach eine wundervolle Schirmfrau. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in ihrer Gegenwart. Und ich glaube auch, wir beide zusammen machen einen guten Job und kommen auch gut rüber bei den Leuten, die wir erreichen wollen. Respekt vor diesem Paar, Sandra Minnert und Bertin Eichler. Ein unschlagbares Team im Kampf gegen Intoleranz und Diskriminierung.